Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatote, beim Clan True Warriors. Ja, ich habe es ja gestern zum Abschluss meiner Dorfbesuchsfolge gesagt. Ich bin so ein bisschen angepieselt, muss ich sagen, denn wir haben unseren letzten CK leider auch verloren. Hatten es eigentlich mal wieder selber in der Hand, aber eigentlich hat irgendwie, der war ganz, ganz gruselig, muss ich sagen. Denn die Bases waren gar nicht mal so gut. Oben hat eigentlich alles gut gestimmt und wir hatten es mal wieder selber in der Hand hier, den Sieg zu übernehmen. Also nachdem das hier eigentlich so ein bisschen gelaufen war, muss ich sagen, ja, da habe ich gedacht, Thorsten, jetzt spielst du mal ein paar Runden Clash Royale. Da habe ich auch 10-mal verloren. Dann habe ich gedacht, Clash of Clans brauchst du heute auch nicht mehr spielen, so scheiße, wie das hier gelaufen ist. Und dachte mir, dann machst du mal eine Stunde Rollenspiel oder zwei. Da haben wir uns auch an einem Bossgegner mehrere Stunden vergeblich probiert und ich habe dann irgendwann aufgegeben und gedacht, heute keine Spiele mehr. Also wirklich, also das hier war schon, muss ich sagen, richtig, richtig gruselig und die RH9er hier hatten mal wieder relativ wenig Chancen, überhaupt irgendwas in unserem CK hier zu reißen, denn unten hatten wir schon eine 10er Base mit drin, also von der Größe eine 10er Base, nicht unbedingt von der Def. Ich habe einen 9,5er nicht geschafft. Einige andere haben auch nur einen Stern gemacht. Teilweise einen Stern und keinen Stern im zweiten. Also, das war hier wirklich, wirklich eine Farce. Und deswegen, war ich so ein bisschen angemummelt. War nicht gut drauf. Dann kamen die anderen Sachen auch noch dazu. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, Thorsten, heute das Daddeln, das hat ja mal so überhaupt keinen Zweck. Das ist ja mal wirklich, ist das ein Overkill hier. Das ist ja mal wirklich an die Wand hier und ich will euch trotzdem von uns die schönsten Angriffe zeigen, auch wenn sie nicht wirklich schön waren. Das war also wirklich echtes, gruseliges Ding hier, aber der Route 66 hier auf den 9,5er hier mit einem Queen Walk vorweg, Hexen im Gepäck, Valkyren noch dabei und irgendwie so eine Handvoll Golems auch und auch dieser Angriff hier, ich habe es danach gemacht. Das war irgendwie so ein Kuddelmuddel, aber es waren 3 Sterne. Also das war echt mal überhaupt nicht unser CK hier. Auch wenn wir es wieder in der Hand hatten, denn prozentual lagen wir am Ende vorne. Der Gegner hat keinen Stern gemacht und wir hätten eigentlich nur ausgleichen müssen auf 49-49. Und hatten gedacht, ja komm, das packen wir. Da sind wir voll im Plan. Ich noch mit dem RH9,5er, der Jere noch mit dem RH11 irgendwie auf 2 Sterne und der Asa noch mit einem Dreier auf den Zehner, aber es ist eigentlich nur ein einziger gewesen, der den Plan hier eingehalten hat. Wen? Das sehen wir in diesem Video noch. Aber trotzdem, schöner Angriff hier. Schöner Kuddelmuddel-Angriff hier vom Route 66. Ist jetzt auch schon 1, 2, 3 Wochen bei uns. Hat sich gut eingelebt, glaube ich. Und man kann ihn schon zum kleinen Stamm hier rechnen. Finde ich gut, dass er hier immer noch oder überhaupt die Muße hat zwischen seinen Helden, die er im Moment ganz exzessiv macht, auch immer mal wieder ein CK mitspielt. Also das freut mich natürlich wirklich, wirklich sehr. Okay, haben wir überhaupt noch Dreier hier? Ja, wir haben hier noch Dreier. Kaum zu glauben, der Gara hat hier einen Dreier auf die Szene geholt, wo ich nur einen geholt habe. Also auch ganz schwach. Eigentlich hätten es echt 2 Sterne sein müssen mit Minern und Queenwalk. Aber irgendwie ist sein Queenwalk hier viel, viel besser. Okay, er hat einen Warden dabei und Valkyren, Riesen und das war es eigentlich. Ein Golem und ein King. Okay, dann gucken wir mal, wie er das hier gemacht hat. Okay, also erstmal Queenwalk von der rechten Seite aus und einen kleinen Funnel mit den Lakaien versucht, aber ist an der Stelle fehlgeschlagen. Ich denke mal, jetzt lockt er trotzdem super die Clanburg hier raus. Die habe ich auch fast nicht geschafft, die Clanburg. Also mit meinem letzten Bogi habe ich hier den Drachen erlegt. Das war wirklich nicht gut, muss ich dazu sagen. Aber man hat mal solche Tage. Und nach den nicht so schönen Tagen kommen sicherlich auch wieder etwas bessere Tage. Es ist mir übrigens nicht entgangen, dass ich relativ viele Zuschriften habe und Kommentare habe auf meinen Videos, also das Titan-Video. Das scheint euch ja doch ein bisschen gefallen zu haben. Fand ich echt
super, denn ich habe eigentlich gedacht, genau so ein Video, das gefällt meinen Leuten nicht, denn die sind CKs von mir gewohnt, aber ich versuche das so ein bisschen einzubauen. Also einfach nur nicht unbedingt pushen nach XY, sondern so ein bisschen Clash of Clans ganz allgemein. Und dazu gehört natürlich auch ab und zu mal ein kleiner Tropifusch. Also freut mich das, dass ich über 800 Views auf dem Video habe. Also vielen Dank nochmal dafür. Auch vielen Dank für die vielen lieben und netten Kommentare unter den Videos. Also ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn er noch so kurz ist und wenn er noch nur einen Daumen enthält oder was auch immer, das baut mich auf, weitere Videos hier zu machen und euch schönen Content zu zeigen. Und wir sehen hier so einen arschknappen Dreier vom Gaara hier, denn der King drohte jetzt doch hart nach außen zu gehen an der Stelle und ist eigentlich da der Tank schlechthin noch für die restliche Def, aber jetzt macht er erst noch das Lager, naja gut. Das Ding hier findet ja gerade noch so einen guten Ausgang, aber das war wirklich, ja, das war sekundengenau, hätte ich fast gesagt. Ich glaube sogar, der Gaara hatte noch 2 Sekunden über oder eine. Also war wirklich eine ganz, ganz knappe Sache hier. Und ja, verzwickte Base. Kann man auch als 10 ein bisschen anders rangehen. Werde ich sicherlich auch mal machen, wenn ich nochmal auf so ein Ding treffe hier. Und jetzt hat er hier von links noch einen Bogenschützen. Okay, aber er hat jetzt auch nicht mehr so super viel Dev. Aber die Zeit, die lief natürlich echt davon. Jetzt hat er etliche Truppen für diese eine Mauer. Und ein, zwei Schüsse dann noch von der Queen und von dem einen oder anderen Bogenschützen zwingen hier auch diesen Turm in die Knie. Und so fand das hier schöne 3 Sterne. Super Gaara. Super gemacht. Und eigentlich voll nach Plan. Aber der Einzige, der hier so ein bisschen im Plan blieb, muss ich sagen, ist der King Arthur gewesen. Denn der hat hier angefangen, als wir die restlichen Sterne noch geholt haben, auf dieses RH10 hier. Den Kampf, muss ich dazu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Der ist jetzt original und live, sage ich mal, kommentiert. Denn ich habe mir ihn hier extra nicht angeschaut, um mir so ein bisschen auch die Spannung zu geben. Wie hat der King Arthur das hier eigentlich gemacht? Aber kommt hier jetzt schon mal, ja, funnelmäßig natürlich astrein in diese Base rein. Hier sind die Masse an Truppen jetzt quasi schon kurz vorm Chor und werden jetzt erstmal durchgeraged hier. Der Multi-Inferno, ja, kann sich nicht wirklich wehren. Hier einige hatten hier auch ein Single-Inferno. Ich übrigens auch wieder. Ich lasse mal der Base so stehen. Sie hat wieder gegen RA11 gehalten, also durchaus positiver Effekt da an der Seite. Und aber hier war dann doch die Übermacht der Bowler und der Helden sehr, sehr schwer hier, keine Frage. Wenn du hier erstmal den Chor entkernt hast und bist dann schon auf der anderen Seite, wo du eigentlich gestartet hast, dann bist du hier schon durch. Ja, dann kann man eigentlich jetzt schon an der Stelle sagen, Mensch, da sind nur noch so ein paar Dev-Gebäude am Leben, der King ist noch da, die Queen noch zündbar und noch so ein paar kleinere Truppen dabei. Eine Hexe ist dann noch am Start. Da weißt du eigentlich schon, ja, das werden 3 Sterne. Die marschieren jetzt schön am Rand lang, denn er hat auch nur noch am Rand jetzt die ganzen Truppen zu machen, beziehungsweise die Dev-Gebäude. Jetzt gehen die hier sogar richtig außen rum. Boah, jetzt muss die Queen nochmal durch eine Mauer oder geht sie da durch die Mitte? Nee, doch, sie geht durch die Mitte. Okay. Sie geht durch die Mitte durch, da wo schon offen war. Endlich mal Intelligenz bei der Queen. Jetzt geht sie, genau, die geht ja immer andere Wege. Die steht neben dem King und läuft trotzdem anders. Ganz, ganz komisch manchmal. Aber schön gemacht hier vom King Arthur. Jetzt müssen die noch durch eine Mauer durch. Aber jetzt ist auch nur noch punktueller Schaden da. Wir haben noch eine Hexe am Start. Den Warden. Die Queen. Und noch ein paar Bogenschützen. Und so waren zumindest das hier die wichtigen guten Sterne hier oben. Wir haben hier oben nicht schlecht gespielt, muss man dazu sagen. Ja, also auch der Joker Chris hier schon länger nicht dabei gewesen, weil am Heldenappen im Moment. Ja, 32er King, ihr seht das. 40er Queen mittlerweile. Also auch beim Joker geht hier einiges. Dann ist er natürlich ab und zu mal nicht dabei. Nämlich meistens 7 Tage, wenn er irgendeinen seiner Helden macht. Und ich glaube, er zieht jetzt erstmal den King auf 40 durch. Denn bei uns haben sich ja so ein bisschen auch die Aufnahmekriterien verschärft. Wir nehmen also wirklich nach wie vor nur auf 20-20er Heldenkombi. Nee, stimmt gar nicht. 30-30 Heldenkombi im RH9 Bereich.
Nee. Stimmt nicht. Mit 20er Helden im RH9 Bereich, 30er Heldenpärchen im RH10 Bereich und 40er Helden im RH11 Bereich. So muss ich sagen. Schaut einfach mal mein Livestream. Da habe ich das nochmal ganz genau erklärt, weil an dem Abend haben wir so ein bisschen mal unsere Regeln verschärfen müssen. Denn das Ganze lief so ein bisschen aus dem Ruder. Viele bewerben sich dann natürlich auch bei uns im zweiten Clan. Das ist auch das Einzige, was mich dann an dem Abend noch ein bisschen aufgebaut hat. Und auch an dem Morgen hier. Denn im zweiten Clan brennt im Moment echt nichts an. Das ist super, was sich da abspielt. Aber das werdet ihr morgen in meinem Video sehen. Denn ich habe natürlich auch mal wieder eine Folge aus dem zweiten Clan parat, wo wir schöne 8er, 9er Angriffe drin haben, 7er Angriffe drin haben. Also das, was wir eigentlich bei uns hier so an der Stelle nicht sehen, hat mich auch dort wirklich gefreut, mal wieder selber ein bisschen aktiver dort zu sein. Ich weiß, ich bin mit meinem RH8 immer nur so ein bisschen da und dann kommen auch gleich so ein paar Fragen, so Toto hier, Toto da. Seht's mir nach, ich bin auch ein beschäftigter Mann und habe Familie, spiele mehrere Accounts, mache Videos nebenher, muss dann auch noch arbeiten, denn ich habe erst in 3 Wochen Urlaub und deswegen seid nicht sauer, wenn ich dort nicht sofort antworte oder meine Antworten echt verspätet kommen. Oftmals logge ich nur ein, gucke was, sage 1-2 Sätze, logge wieder um und dann ist das erstmal gewesen, aber ich verpasse da nichts und es hat mich trotzdem sehr, sehr gefreut, was sich dort abspielt. Aber wie schon gesagt, das werdet ihr in jedem Fall morgen sehen. Aber schöner Angriff hier von dem Joker auf Nummer 5. Und Joker hat letztendlich auch noch hier siegessicher die Nummer 2 gemacht. Also auch das war wirklich eine gute Sache hier. Eigentlich hatten wir es selber in der Hand. Wir haben es mal wieder verdaddelt. Und nach dem doofen Tag hier in der Bilderbase tut sich ein bisschen was. Ich kann sicherlich meine Angriffe machen, bin ein bisschen höher in den Pokalen. Aber es lohnt sich immer noch nicht für eine Folge, denke ich mal. Wenn ihr aber trotzdem mal gerne eine Bilderbase-Folge von mir sehen wollt, schreibt das einfach in die Kommentare. Dann mache ich natürlich mal eine. Und versuche mal so ein bisschen vernünftig für euch anzugreifen. Und ich denke, wir sehen uns morgen mit einer weiteren Folge Clash of Clans. Bye bye, mit mir, dem Thorsten.